Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Die schlimmsten und emissionsstärksten Kohlekraftwerke stehen nicht in China, stehen nicht in den USA, sondern stehen in Deutschland. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir schnell den Kohleausstieg kriegen, nicht erst 2038. Wir müssen, das sagt uns die Wissenschaft eigentlich bis 20 und Fridays for Future bis 2030. Spätestens 2040 müssen wir in Deutschland klimaneutral werden. Und da können wir nicht bis 2038 warten, auch noch diese dreckigen Kohlekraftwerke zu haben. Wir müssen unsere Gebäude energetisch sanieren, wir müssen mehr Solar- und Windenergie haben. Und da ist es schon fatal, wenn achselzuckend hingenommen wird, dass in den letzten 2 Jahren allein in der Windenergiebranche in Deutschland über 80.000 Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Bei Enercon jetzt 3.000. Das ist deutlich mehr, als es überhaupt bei fossilen Energien oder in Atomkraftwerken Leute arbeiten. Und das ist eigentlich die Zukunftsbranche, wenn wir unseren Kindern da was überlassen wollen. Und die Solarbranche ist schon vor Jahren weggebrochen und nach China abgewandert, also was alles an Photovoltaik war. Und es ist sowas von fatal, dass wir momentan nicht vorankommen. Aus von dir, weg da, Platz da. Und hier weg, sanier, weg da, Platz da. Und hier aus von dir, weg da, Platz da. Und hier weg, sanier, laufen mich wieder auf Sizilien. Denn das ist sicher als der Rest der Welt. Zu machen, wir dürfen uns dem Wandel nicht verschließen. Und Wandel ist nichts Schlimmes. Wir werden immer neue Möglichkeiten finden, wie wir unser Einkommen generieren können. Wir werden bessere Möglichkeiten finden. Als Zuschauer der Klimaerwärmung beiwohnen, dann werden wir in 30 Jahren unseren Enkelkindern nicht mehr in die Augen schauen können. Wir kennen heute die Faktenlage. Wir wissen auch um die Konsequenzen, die der Klimawandel mit sich bringt. Und wenn wir dann trotzdem heute nichts tun, dann werden unsere Enkelkinder alles Recht der Welt haben, um uns für unsere Versäumnisse ganz massiv zu tadeln.